Ach, da geht's weiter. Okay. Das war so nicht der Plan. Eigentlich möchte ich darauf. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Pfeil für die Dullis, die nicht wissen, wo es lang geht. Ob da willkommen steht, wir zerkratzen mal willkommen. Hallo. Oh, hallo Kleines, wie geht es dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlen eine gelbe, eine rote und ja eine lila Pflanze. Wenn nur einer der Kleinen und Flink ist, sie für mich holen könnte. Guck mal, pass auf, ich hab. Die habe ich schon mal. Oh, ich habe gehört, dass es eine seltene Pflanze ist. Danke. Ja, ich habe auch noch eine rote. Oh, wow, so unglaublich schön. Danke. Könntest du die. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich wollte mir mal das hier noch untersuchen. Ach, das ist die Adresse. Das ist ein Bild von Clementine und Balthasar. Das weiß ich. Es hat uns gesagt, wir sollen sie finden. Sie gehört auch zu den Außenweltlern. Auf der Rückseite der Bilder sind auch eine Reihe von Symbolen abgebildet. Ja, cool, das wusste ich schon. Okay, gelbe Blume. Pff, mir ist langweilig. Tante Clementine hat ihr früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge cooler Sachen gelernt. Okay, gelbe Blume. Wir springen mal hier ganz kurz in den Eimer. Da ist gelb. Da ist gelb. Ha! Sehr gut. Ich habe eine gelbe Pflanze. Okay, jetzt können wir zurück. Jetzt haben wir das. Meh. Pass auf. Kind, ich habe dir was mitgebracht. Ich habe dir was mitgebracht. Guck mal. Ja, pass auf. Ja. Oh, ich liebe diese Farbe. Danke, Kumpel. Du hast sie alle gefunden. Ich danke dir so sehr. Hier als Belohnung mein Abzeichen für dich. Oh, ich habe ein Pflanzenabzeichen. Sieht richtig gut aus. Mach's gut. Bis bald, mein Freund. Danke. Cool. Cool, ich habe ein Pflanzenabzeichen. Yay, ich bin voll gut. Oktober, 11. Oktober. Da geht's weiter. Schön, dass Sie hier alles so befeilt haben für mich. Oh, stopp. Stopp. Upsi. Upsi. Aber ist cool, jetzt kann ich. Jetzt kann ich türkisene Fußtapsis machen. Tup, tup, tup. Und blaue. Tup, tup, tup. Voll süß. Wie hüpf. Wie hüpf. Da lang bringt mir wahrscheinlich nichts. Ne. Dann hüpfen wir jetzt hier rauf. Und dann darauf. Und dann darauf. Und ich denke da und dann da. Gott, Verwirrung. Also, Entschuldigung, das geht hier ganz schön komisch rauf. Muss das so? Weiß ja nicht. Bin mir da ja unsicher. Also ich treffe gerade diesen Punkt nicht, wo man da so einfach wild drauf rumdrücken. Tschüss, Dörfchen. Da habe ich auch schon wieder Erinnerungen liegen lassen, aber ich weiß halt auch nicht, was. Also entweder ich sehe sie oder ich sehe sie halt nicht. Oh. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Habe ich nix. Was muss denn da rein? Hm. Okay, es ist hier zumindest beleuchtet. Hier geht auf jeden Fall dieses Kabel lang.
Oh, ist eine U-Bahn. Ist das krass. Das ist eine U-Bahn-Station. Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmitteln gibt. Man konnte damit überall in der Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ich erinnere mich, ich habe das für sie getan, aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lange her. Ja, voll traurig. Voll traurig. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Ja, jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr. Das könnten wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns die richtige Richtung weisen. Okay. Okay, ich denke, wir müssen durch die U-Bahn. Hier steckt theoretisch das Ding sie fest. Ich möchte auf den Schaffnerstuhl. Okay, hier ist nicht so viel los. Auf dem Schaffnerstuhl ist nicht so viel los. Okay, gibt's nichts Cooles. Dann gucken wir uns jetzt hier nochmal um. Aber wo ich gerade U-Bahn sehe, muss ich gerade an The Last of Us denken. Nur mal voll Bock, den ersten Teil zu spielen. Ich habe zwar das Remake nicht oder Remaster zum 500. Mal, weil ich ja keine PS5 habe, aber könnt ihr einfach das erste nochmal spielen, ne? Komm, wir laufen einfach auf dem Handlauf der Rolltreppe, weil es cool ist. Geil. Wo sehen wir? Hallo? Okay. Das Wasser, kann ich da trinken? Nein, anscheinend nicht. Kannst du mir einen Energy-Drink geben? Nein, leider auch nicht. Okay. Hast du noch einen Energy-Drink? Nein, aber das können wir lesen. Oh, cool. Die Metro ist aufgrund der Pandemiebeschränkung geschlossen. Bitte nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regeln kann zu einer schweren Gefängnisstrafe führen. Hier gibt es eine Pandemie. Hier gibt es auch eine Pandemie. Krass. Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis der Turing-Tests, die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nicht so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl, fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Ja, das verstehe ich. Da bin ich voll bei ihm. Okay, es hört sich komisch an. Hallo. Okay, er redet nicht so gerne mit mir. Oh, Trophäe, der beste Freund der Katze. Kannst du jetzt mit mir reden? Nein, okay. Dann möchte ich da jetzt einmal hoch und gucken. Keine Ahnung, was mir das bringen soll. Nichts. Okay. Also er ist jetzt nicht so richtig hilfreich gewesen. Hier ist noch ein Fahrrad. Ah, es hat einen Platten hinten. Okay. Aber das sieht ja wirklich so ein bisschen Cyberpunk-mäßig aus. Ey, krass. Ist da drin irgendwas Cooles? Anscheinend nicht. Okay. Hallo. Ich habe dir schon fünfmal gesagt, Josh, dass du nicht so rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Ich bin flauschig. Oh, es geht um das Mädchen, das auf diesem Gesuchtschirm gezeigt wird. Richtig? Oh ja. Du solltest jemand anders fragen. Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Oh, stimmt. Gesucht. Clementine, Unruhestifter, Außenwälder, rebellisch. Bitte jegliche Sichtung melden. Oh. Okay, Josh können wir leider nicht kennenlernen. Keine Sorgen wegen des Mülls. Die Nico Corporation kümmert sich um alles. Ja gut, wenn ihr das sagt. Ich mag's hier nicht.
mag hier nicht sein. Oh, das war knapp. Oh, hier ist ein Schlafplatz. Ach nee, hier ist ein Kratzplatz. Wir haben hier überall diese Winkelkatzen, ob es die im Angebot gab. Hörst du das da unten? Diese Ebbe, diese Flut? Die Stadt verfolgt mich, sie verspottet mich. Hast du sie gesehen? Oh, Clementine. Ja, ich habe früher mit ihr rumgehangen. Aber sie wollte weg. Sie war ein frischer Wind und dann spurlos verschwunden. Jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Psst, hörst du das? Diese Ebbe, diese Flut. Du bist irre. Oh, jetzt ist er traurig. Normalerweise macht das die Leute immer glücklich. Okay, ihn macht das traurig. Okay. Da möchte ich gerade nicht nachfragen. Das macht mir gerade Angst. Toll, ich dachte hier gerade wäre irgendwas Cooles. Ist aber nicht. Na gut. Dann gehen wir wieder zurück. Ihre Identität bitte. Friedensstifter, kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Oh, nein, nicht rebooten. Bitte lasst mich in Ruhe, ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Was ist die Residenz? Hier ist nochmal das Gesuchtplakat. Okay, ja, das hatten wir ja schon. What the fuck ist die Stadtzentrum? Oh Gott. Es hat halt so ein bisschen Cyberpunk-Charakter, ne? Tatsächlich. Ein Katzensprung. Okay, cool. Kann ich hier... Wenn ich hier kratze, machen die Tür auf? Hey, ich gehe jetzt zur Arbeit. Wir sehen uns später. Okay, Schatz, sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne großen Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines. Mir geht es gut. Okay. Machst du jetzt die Tür auf? Kann ich rein? Naja, anscheinend nicht. Okay. Gehen wir erstmal hier gucken. Hallo? Wer seid ihr? How to be, was liest ihr? How to be a Ninja. Oh, süß. Hm? Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch meinen anderen Arm und dann meinen Körper und so weiter, bis ich alle Teile ausgetauscht und meine Software aufgerüstet habe, werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Oh, hey, was zeigst du mir denn da? Ein Haufen Leute, die ich nicht kenne. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich in den riesigen Wohngebäuden weiter oben in der Stadt wohnen. Mach damit, was du willst. Okay. Hui. Ich stifte gerne Unruhe und mache gerne alles kaputt. Gibt es hier noch irgendwas Cooles? Nee, ich glaube nicht. Hauptsache, der hat so coole Bilder von irgendwelchen Kühen an der Wand. Okay. Hallo, wer bist du? Bei der Nekop arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Apropos unten, es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Das ist ein cooles Bild. Hey, ist das eine Adresse auf der Rückseite? Das erste Symbol ist eine Straße und dann gibt es da ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Okay. Residenz, Ladenstraße, Nekokorp. Das ist aber nicht Residenz. Das ist... Ich weiß nicht. Wollen wir mal bei Nekokorp gucken? Hallo. Ich habe gehört, ihr seid die Müllmenschen. Tut mir leid, Kleines, du kannst ja nicht spielen. Warum nicht? Die Nekokorp-Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Ich bin ein Wuschel. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Ein paar Jahre. Cooles Bild. Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Ja, das erste Symbol ist eine Straße. Dann folgt ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich einfach zu finden sein. Okay. Danke. Danke für nichts. Ob ich hier... Wo komme ich denn jetzt raus? Katze in der Kiste.
Katze in der Kiste. Katze aus der Kiste. Hallo. Ich habe zu tun. Was willst du? Du liest die Zeitung verkehrt rum. Hau ab. Okay, danke. Sehr hilfsbereit. Nicht. Danke für nichts. Toll, und das hat mir jetzt nichts gebracht, dass ich da hochgeklettert bin. Das ist doch so, so gemein. Hallo. Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so, als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einem Haufen Ersatzteile landen. Ja, ist jetzt natürlich doof. Kann ich da rein? Kann ich ihr eine Batterie geben? Ich wäre gern so nett und würde ihr... Oh, übersetzen. Das sagt mir was? Gibt es hier eine Batterie? Kann ich ihr eine Batterie geben? Was war der Code? Zwei, vier, fünf, acht. Nee, andersrum, ne? Weil da steht ja Code 8542. 8542, 8542, 8542, 8542, 8542. Katzenabzeichen. Yay. Hätte da gerne noch eine Batterie, aber okay. Ich wollte ihr, also ihr habt es gesehen, ich wollte ihr gerne eine Batterie geben, aber ich konnte nicht. Weil es gab keine. Hallo, wer bist du? Kann ich mit dir reden? Ne, okay. Ich möchte halt tatsächlich nicht so mega hoch hinaus, weil ich Angst habe, dass ich mich dann verlaufe. Oh, hier ist dunkel. Oh, Surgery. Hallo, kann ich nicht klopfen. Okay. Hallo. Was? Und in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Pippi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Also ja, aber nein. Oh, gib mir. Ich kriege keinen Energy. Hier kriege ich keinen Energy. Ankündigen. Suchst du jemanden, mit dem du über Poesie plaudern kannst? Ich wohne gleich hinter dem Aufzug. Bonobot. Nee, ich möchte eigentlich nicht mit dir reden. Also nicht über Poesie plaudern. Das ist jetzt nicht so mein Plan. Ja, das Problem ist, ich bewege mich jetzt schon wieder weg von da, wo ich eigentlich hin wollte. Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort in der Gegend. Bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam und jetzt ist sie geschlossen. War ich in einem Schraubenzieher? Hallo. Auch wenn mich der Typ nervt, er ist mein einziger Kunde. Versuch bitte ihn nicht zu vergraulen. Würde ich niemals tun. Das würde ich niemals wagen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Kann ich bitte wieder zurück? Ich habe Angst, dass wir das hier falsch durchlaufen. Und ich dann Dinge übersehe. Also ich übersehe eh schon Dinge, aber... Oh, das sieht aus wie ein Restaurant. Okay. Der Türsteher. Der Club ist geschlossen, hau ab. Aber hast du die gesehen? Ach ja, wer bist du? Die Polizei? Alle sind auf der Suche nach ihr. Ich habe sie nicht reingelassen, wenn du das wissen willst. Das sah gerade aus, als wäre hier irgendwas reingeflogen, was groß ist, Alter. Ach, es war aber nicht so. Okay. Achso, das war der, der nicht mit mir reden wollte. Ich erinnere mich. Oh. Guckt mal, Leute, ein Klamottengeschäft. Es ist der angesagteste Laden im Stadtzentrum, aber der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Was für ein hübsches Bild. Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Ja, das ist in Bussi Straße, dann das Stockwerk, dann die Türnummer. Okay. Das habe ich verstanden. Hallo, bist du der Besitzer?
Heul dich nicht, Entschuldigung. Jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden. Das ist jetzt aber schlecht. Eigentlich wollte ich nicht stehen. Ich habe nur geklickt, weil ich klicken konnte. Das war doof, ich weiß. Es tut mir leid. Es tut mich leid. Oh. Hallo. Die steht in gut, die Jacke. Kann ich Gegenstand einfügen? Aber ich habe keine Kassette. Ach, schade. Verdammt, ich hätte halt einfach mit ihm reden können, ne? Hallo? Nein, 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 das wirst du nicht klauen. Aber ich möchte gar nicht. Wer sind denn die? Ihre Klamotten sehen furchtbar aus. Schick sie zu mir, falls sie trendy aussehen wollen. Ja gut, okay, das war jetzt so nicht die Frage, aber ist okay. Okay, hier... von hier bin ich doch... Bin ich von hier gekommen? Hätte ich von hier kommen können? Und sich, oh, guck mal. Zur Hölle mit den Wächtern. Lange Leben für die Außenweltler. Okay. Mhm. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist jemand hier? Nein? Okay. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, ich habe keine Ahnung. Residenz. Ja, ich soll ja zur Residenz, ne? Sagte irgendwer, dass sie vermutlich in der Residenz wohnt. Aber ich bin mir unsicher. Hallo? Okay, er schläft. Mhm. Oh, hier scheine ich nicht durchzudürfen. Was passiert, wenn ich da... Autsch. Okay, ja, ich habe es verstanden. Ich gehe da nie wieder ran. Ich habe es doch verstanden. Hallo? Keinen Schritt weiter. Der Zugang zum Außenbereich ist vollständig gesperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Der Außenbereich ist nicht sicher. Keinen Schritt weiter. Weg mit dir. Husch, husch, weg da. Ja, ist ja gut. Ich gehe auch schon. Wollte doch nur nett sein. Also der mag das nicht, wenn ich den... wenn ich ihm was Gutes tun möchte. Oh, was ist mit euch los? Weißt du was, mein Freund? Halte dich von den Wächtern fern. Ja, das habe ich schon gemerkt. Sie sind bösartig und sie haben meinen Kumpel Pablo. Er hat 350 Jahre abzusitzen, also sei vorsichtig. Oh, Clementine, wenn ich du wäre, würde ich dieses Mädchen nicht finden wollen. Will ich aber. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie von den Wächtern erwischt wird. Doch wenn du dich weiter umhörst, wirst du sie sicher finden. Nur sei dir bewusst, dass du ja damit auch Ärger in Land ziehst. Okay. Gern geschehen. Ich bin gerade in der Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache. Aber warum? Was ist das? Oh, was für ein schönes Foto. Hm, ich glaube, sie kommt mir bekannt vor, aber ich kann mir nicht sicher sein. Meine Festplatte ist momentan etwas lädiert. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Du solltest jemand anders fragen. Okay, dann fragen wir doch wen anders. Das ist so süß, ne? Ich bin todesniedlich. Hallo. Oh, da ist noch ein Schild zum Übersetzen. Tagesmenü. Trockene Luft und Schlüssel. Schüssel mit heißem Öl-Extra-Qualität. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Es ist soweit. Hallo. Hallo. Was kann ich für dich tun, Chef? Kannst du mich mit echtem Geld bezahlen? Ich möchte dich nicht bezahlen. Oh Gott, hier ist eine Säge. Können wir bitte wieder gehen? Hier ist eine Säge. Schnell, die könnte Katzengulasch aus uns machen. Ja, das ist ein ganz schön großer Roboter. Genau, von hier bin ich gekommen. Hi. Tut mir leid, der Laden ist geschlossen. Ich warte auf die Lieferjungs, aber die lassen sich ganz schön Zeit. Hast du die da gesehen? Hey, was ist das für ein Bild? Oh, ich kenne sie. Sie gehört zu den Leuten, die total besessen sind von dieser Außenwelt. Ja, das weiß ich. Hallo. Okay, er schläft.
Kann ich auch nicht klopfen? Oh, ist eine fancy Bar hier. Hallo! Ich habe versucht, ein Seabot runterzuladen, um das Beste bei diesem Spiel zu sein, aber habe mir auch eine Malware eingefangen. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber jetzt kommen mir alle schräg vor. nettes Bild. Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich. Sie sucht nach Informationen über alle möglichen alten Gerätschaften. Seltsam. Ich habe jedes Spiel gemeistert, das es jemals gab, aber wie das hier funktioniert, kann ich echt nicht sagen. Kapiere ich hier irgendwas nicht richtig? Vielleicht. Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen. Ich glaube, sie sucht nach... Ja. Mhm. Also, das ist... oh, jetzt ist die Kugel weg. Also, ihr müsst hier eigentlich nur so die Kugeln da in die Löcher und so. Also, so, so. Genau so. Mhm. Mhm. Wir ändern mal die Musik. Und springen jetzt hier rauf. Und wir treffen jetzt alle nacheinander. Tonin kenne ich nicht. Ich mag so ziemlich alles. Ach, Tonin kenne ich nicht. Nettes Bild. Ich habe dieses Mädchen. Ja, ja, Gerätschaften. Mhm. Hallo. Was darf es heute sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus deinen kleinen Augen gigantisch groß vorkommen. Ich wünschte, ich könnte so klein sein wie du und neue versteckte Orte auskundschaften. Ich glaube, dieses Mädchen habe ich schon mal gesehen. Sie wohnt in der Residenz, nicht wahr? Scheint so, sagen zumindest alle. Mein Lieblingsdrink ist Öl. Was ist deins, Mimut? Nettes Bild. Ich habe das mit... Ja, ja, ja. Oh, sorry. Sorry! Mit dir kann ich also nicht reden. Okay. Sorry! Was bringt mir das jetzt? Nichts. Dieser Moment, wenn du dich fragst, warum kann ich jetzt hier hochklettern? Und es bringt dir halt einfach nichts. Okay, war schön bei euch. Tschüss! Da ist noch ein Fenster offen, da sneaken wir doch uns einfach mal rein. Autsch, was ist das denn für ein komisches Gefühl? Naja. Weißt du, Arbeit ist Arbeit. Slippy, verliere nicht den Kopf darüber. Ach ja, Clementine, sie war einmal hier. Warum fragst du? Du hast ihre Adresse auf der Rückseite. Das Haus ist gleich rechts, wenn du meinen Laden verlässt. Okay. Danke. Das ist ein komischer Friseur. In welches muss ich jetzt rein? Wartet mal. Wo war denn jetzt mein Inventar? Da. In die da. Okay, ja. Und dann 3 und 5. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal. Ah ne, hier war ich ja gerade drin. Das ist die andere Straße. Die wollen wir auch einmal auskundschaften. Oh, mit denen habe ich hier schon gesprochen. Okay, cool. Danke. Hi. Ist es nicht sowas von cool im Moment? So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann? Bist du bekifft? Oh ja, ich kenne sie. Ich habe sie früher oft gesehen. Ich glaube, sie wohnt hier in der Nähe. Sie hat immer davon gesprochen, die Stadt zu verlassen. Ich verstehe das nicht. Hier ist es doch toll. Warum weggehen? Ja, geil. Wenn ich gut pfeifen könnte, hätte ich jetzt gepfiffen, aber ich kann nicht gut pfeifen, deswegen. Okay. Ah, das war das hier mit Stockwerken, ne? Ja, gut. Hallo. Hey, Dummfackel, wir können dich auch sehen. Ach so, die Kamera. Ich denke gerade, mit wem redet der? Hey, diese Kassette gehört uns. Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Entschuldigung, ich könnte dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für Jenma, Miko und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Bestimmt. Kannst du kurz warten? Hallo? Das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unserer Residenz Kameras installiert haben. Okay, Moment. Da ist Kamera 1... Da oben ist die 2, 3. Okay. Mhm. Ich lasse mir was einfallen, Kumpels.
Ich muss mich nur erstmal umgucken. Kriegen wir, glaube ich, hin mit der Kamera. Ich weiß zwar noch nicht so exakt wie, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Das war Kamera Nummer 1. Easy peasy lemon squeezy. Jetzt kümmern wir uns um Kamera 2.